Vielleicht denken Sie gerade darüber nach, Ihre erste Website entwickeln zu lassen. Oder aber Sie brauchen einfach eine neue, bessere Website. Auf jeden Fall sollten Sie einige grundsätzliche Sachen über Webdesign wissen. Aber keine Angst, es dauert nur 3 Minuten. Als erstes, Ihre Website ist der Ausgangspunkt Ihrer gesamten Online-Marketing-Aktivitäten. Wenn wir alle Marketingkanäle und Techniken anschauen, sehen wir, dass diese nur ein Ziel verfolgen: Besucher auf Ihre Website locken. Der Hauptzweck Ihrer Website ist dann, diese Besucher wiederum in Kunden zu verwandeln. In Marketingsprache nennt man das Konversion. Eine schlechte Website führt dazu, dass Sie Geld für Marketing verschwenden, denn Sie brauchen nicht mehr Besucher, wenn Sie diese nicht in Kunden verwandeln können. Also, umso besser die Website, desto mehr Besucher werden in Kunden umgewandelt. Dabei spielt es keine Rolle, was sie verkaufen: Produkte, Dienstleistungen oder auch Häuser. Viele Leute nennen sich heute selbst Webdesigner. Aber in Wirklichkeit haben sie nur sehr rudimentäre Kenntnisse. Natürlich können diese Webdesigner sehr schnell, ohne Planung, eine Website für sie erstellen. Mit vielen Informationen, Fotos und Videos. Aber die Frage ist doch, werden so aus Besuchern auch Kunden? Ist es das, was sie brauchen? Die Antwort ist einfach: Nein. Sie sollten nach jemandem suchen, der seriöses Webdesign anbietet. Genau da kommen wir ins Spiel. Wir erstellen Webseiten nach einem 7-Schritte-Prozess. Schritt 1. Analyse. Der erste Schritt befasst sich immer mit der Beschaffung von Informationen. Was soll die Website bezwecken? Was sind ihre Ziele und wer ist die Zielgruppe? Schritt 2. Planung. Die Planung umfasst die Definition der Sitemap, die Informationsstruktur und die Technologien, die genutzt werden sollen. Schritt 3. Design. Hier konzentrieren wir uns nicht nur auf sogenannte Wireframe-Modelle und den visuellen Stil, sondern auch auf die Usability des Benutzerinterfaces. Schritt 4. Inhalt. Ein sehr wichtiger Teil im Webdesign-Prozess ist, den richtigen Inhalt, Fotos und Videos zu wählen. Und das Ganze sollte nicht nur für den Besucher, sondern auch für Google optimiert werden. Schritt 5. Entwicklung. In dieser Phase programmieren wir die Website mit HTML5, CSS3, Datenbanken und anderen Technologien. Natürlich achten wir auch auf die Optimierung für mobile Endgeräte. Schritt 6. Evaluation. Wir testen alle technischen Funktionen, Browser-Kompatibilitäten und fragen uns, ob die Website wirklich ihren Zweck erfüllt. Schritt 7. Launch. Nachdem die Website online gegangen ist, ist der Job für uns noch nicht erledigt. Wir können erfassen und analysieren, was nach dem Start passiert und können so möglich auftretende Fehler beheben. Und wenn Sie wollen, können wir Ihnen auch einen Support für Ihre Website anbieten. Wie Sie gerade gesehen haben, ist Webdesign ein sehr komplizierter Prozess. Aber wir denken, dass gutes Webdesign so erstellt werden sollte. Und unsere Kunden geben uns recht. Wenn Sie unsere Leidenschaft für einzigartige Webseiten teilen, sollten wir uns kennenlernen. Wir würden uns freuen, Ihnen damit zu helfen, was wir am besten können.